21. Mai 1927. Ein junger Mann wird Weltgeschichte schreiben. Der Pilot ist allein in seinem Flugzeug über dem Atlantik. Von New York nach Paris ohne Zwischenstopp. Als erstem Menschen wird Charles Lindbergh dieses Wagnis gelingen. Lange Stunden ist Charles Lindbergh in der Luft, ohne Kontakt zur Außenwelt. Zur damaligen Zeit eine unvorstellbare Leistung. Ein Flug, der eingeht in die Geschichte und Charles Lindbergh zum Helden macht. 80 Jahre lang glaubt die Welt, alles über ihn zu wissen. Bis eine Deutsche ein Geheimnis lüftet. Das ist mein Vater, egal wer er war. Das ist der Mensch, der in meiner Kindheit den dargestellt hat, den ich als Vater für immer und ewig in mir tragen werde. Und das bin ich, das heißt seine Tochter. Charles Lindbergh, gerade 25 Jahre alt, auf dem Flugplatz Roosevelt Field bei New York. Er ist ein unbekannter Postflieger aus dem Mittleren Westen und tingelt als Flugakrobat durch die Provinz. Jetzt will sich Lindbergh die $25.000 Preisgeld verdienen, die auf die erste Atlantiküberquerung ausgesetzt sind. Dass andere vor ihm dabei ihr Leben verloren, schreckt ihn nicht. Die Presse nennt ihn The Flying Fool, den fliegenden Narren. Der kann ein Clochard gewesen sein. Er kann ein ganz fürchterlicher Mensch gewesen sein. Er hat bestimmt irgendwas Schlechtes getan, damit er so sehr vor uns verheimlicht wird. Aber egal, wer er ist, ich habe ihn gesehen, geliebt und möchte wissen, wie er heißt. Der Vater, den die Welt als Helden verehrte. Zehntausende erwarteten ihn am 21. Mai 1927 in Paris. Noch ist seine Maschine in der Luft. Doch schon jetzt ist es ein historisches Ereignis. Und alle wollen daran teilhaben. Von nun an werden sie Lindbergh feiern und bedrängen. Und immer wieder gibt es Menschen, die behaupten, mit ihm verwandt zu sein. Natürlich ist es sehr schwierig, immer wieder konfrontiert zu werden mit dem, die spinnt. Jedes Mal war die erste Reaktion schon wieder eine, die glaubt, das Kind von Charles Lindbergh zu sein. Charles Lindbergh. Ein Held. Gefeiert, verehrt, bewundert. Idol der Massen, Liebling der Medien. Das trifft den jungen und schüchternen Mann unvorbereitet. Nur schwer gewöhnt sich Charles Lindbergh daran, ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen. Die Rückkehr in die Heimat gleicht einem Triumphzug. Hunderte von Schiffen begleiten den Flieger auf dem Seeweg nach New York, im Auftrag der amerikanischen Regierung. Seine historische Tat ist nur wenige Tage alt. Aber schon wird Lindbergh als Held von Volk und Vaterland vereinnahmt. From coast to coast we all can boast and sing a toast to one who's made a name for being game. Lucky Lindy, up in the sky, fair or windy, he's flying high. Charles Lindbergh, ich war verblüfft. Mir kam das vor wie ein Streichholz, das ein Freudenfeuer in Brand setzt. Charles Lindbergh ist der erste Superstar der modernen Medien. Ein Held in den Wochenschauen und im Radio. Er wurde so oft fotografiert wie kein anderer Amerikaner in dieser Zeit. Jeder wusste, wer er war. Doch Charles Lindbergh hütete ein Geheimnis, das er mit ins Grab nehmen sollte. Enthüllt wird es Jahrzehnte später hier in Longjumeau bei Paris. Hier lebt Lindberghs uneheliche Tochter Astrid Bouteuil, geborene Hessheimer, mit ihrem französischen Mann und ihren vier Kindern.
Schritt für Schritt bringt sie Licht in ihre außergewöhnliche Familiengeschichte. Ihren Vater kannte Astrid als Kind nur unter einem Pseudonym. Karoy Kent. Schriftsteller sei er, erzählte ihre Mutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelb. Da hast du es. Ja. Für mich war ja mein Vater so, wie er war, der tollste Vater, den ich haben konnte, ganz einfach, weil er mein Vater war. Und meine Mutter war die tollste Mutter, die man haben konnte, ganz einfach, weil es meine Mutter war. So dieser ganz selbstverständliche Stolz gegenüber den Eltern, den habe ich in mir getragen. Ich war unheimlich stolz auf meine Eltern, die mich lieb hatten. Astrids Bruder, David Hessheimer, lebt in Aich, in der Nähe von München. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder. Auch David ist ein Kind von Karoy Kent. Er war 7 Jahre alt, als sein Vater plötzlich nicht mehr wiederkam. Fragen habe ich mir angefangen zu stellen, nachdem meine Schwester mit mir einfach darüber gesprochen hatte, dass sie sucht, wer unser Vater ist. Die Geschichte zu erzählen wurde mir immer wichtiger, nachdem Astrid und ich uns unterhalten haben, welche Auswirkungen es letzten Endes auch auf unsere Kinder haben kann, wenn die sich nicht frei äußern können, wer ihr Großvater war. Das deutsche Lindbergh-Haus in Utting am Ammersee. Gebaut von Charles Lindbergh für Brigitte Hessheimer, die Mutter von Astrid, David und einem weiteren gemeinsamen Kind, Dirk. Fast 20 Jahre war die Deutsche Lindbergs Geliebte. Da sehe ich ihn so immer, wenn er dann kam, zur Tür reinkommen mit Baskenmütze und in seinem Schweinslederkoffer. An den erinnere ich mich auch noch gut. Das war also so richtig gut gepackt. Der Koffer hat mich irgendwie fasziniert, was da alles reingepasst hat. Dass Karoy Kent in Wahrheit Charles Lindbergh war, ahnten die Kinder lange nicht. Sorgsam hütete die Mutter das Geheimnis des Fliegerhelden. Alle Hinweise auf seine Identität verbarg sie auf dem Dachboden des Hauses in Utting am Ammersee. Brigitte Hessheimer ist eine kreative Frau. Sie verdient ihr Geld als Hutmacherin. Ihr Kosename wird zum Markenzeichen: Bittusch. Die junge Frau ist nach einer schweren Krankheit gehbehindert, wie auch ihre Schwester. Brigitte ist 31, als sie im Frühjahr 1957 der Liebe ihres Lebens begegnet. Charles Lindbergh, damals zu Besuch in Deutschland, ist da Mitte 50. Ich sagte dann auch der Mutter: Du Mutter, es ist doch eine wunderschöne Geschichte, ihr habt euch geliebt. Und die Mutter strahlte dann und sagte: Ja, und darum möchte ich sie für mich behalten. 1958 wird Dirk geboren, 1960 Astrid, 1967 David. Lindbergs Geliebte muss schweigen. Das Bild vom amerikanischen Nationalhelden darf nicht angetastet werden. Lindbergs Flight became the first. Lindbergs Flug war das erste Ereignis in der Geschichte der Menschheit, an dem im selben Augenblick gleichzeitig Menschen in der ganzen Welt teilhaben konnten. Da haben wir einen Filmstar, begleitet von den Medien, und er stürzt sich in ein todesmutiges Abenteuer. Charles Lindbergh really became the first human being to leave. Charles Lindbergh war der erste Mensch, der die Erdkugel verließ, alleine. Even Columbus, when he sailed from Europe. Sogar Kolumbus, als er von Europa aus in die neue Welt aufbrach, war nicht allein. Lindbergh for about 24 hours. Lindbergh war für 24 Stunden außer Sichtweite, außer Reichweite für die gesamte Menschheit. Und die ganze Welt wartete auf ihn. Freiheit, Schönheit und Abenteuer.
Das wollte Lindbergh vom Leben. Allein in seiner Maschine über den Wolken war er seinen Idealen nahe. Nur das Nötigste hatte er mit an Bord. Keinen Fallschirm, keinen Rettungsring. Dass er ans Ziel gelangen würde, schien ihm sicher. Er hatte jedes Detail geplant, nur eines hatte er nicht bedacht. Er hatte nicht daran gedacht, was passiert, wenn ich lande. In dem Augenblick, als er mit dem Flugzeug in Paris ankam und er zum ersten Mal aus dem Fenster schaute, sah er 150.000 Menschen auf ihn zustürmen. Und das war für ihn ein beängstigender Moment. Und in diesem Augenblick war in gewisser Weise sein Leben vorbei. Dieser Augenblick verändert ihn. Lindbergh ist von nun an eine öffentliche Person und beginnt Anfang der 50er Jahre ein geheimes Doppelleben. Mehr als 140 Briefe schreibt er an Bitusch. Von August 1957 bis August 1974. Abgeschickt aus der ganzen Welt. Und 3-4 Mal im Jahr besucht er seine Geliebte und die gemeinsamen Kinder. Für uns war er eigentlich Engländer. Wie habe ich es damals gesagt? Weltreisender. Ich war immer so der Auffassung, die Mutter wird, wenn sie drüber sprechen will, wird sie drüber sprechen. Und wenn sie es nicht möchte, muss ich das irgendwo akzeptieren. Kontakt halten Brigitte Hessheimer und Charles Lindbergh per Post. Überall auf der Welt, auf den Stationen seines offiziellen Lebens, gibt es Postfächer für ihre Liebesbotschaften. Die Kinder wissen nichts von alledem. Für sie bleibt der Vater ein ewig Abwesender. Er hat ein bisschen einen anderen Schriftzug. Zum Beispiel das I, das ist ein I, das er nie gesetzt hat. Ich denke, der Vater für uns drei ist in letzter Zeit immer noch wichtiger geworden, weil wir auch ja nie die Möglichkeit hatten, uns untereinander über den Vater zu unterhalten, weil es ja immer das gedeckelte Familiengeheimnis war. Also jeder hatte immer ein unbehagliches Gefühl, den Namen auszusprechen oder überhaupt seine Person zu erwähnen, weil man wusste, man verletzt eventuell die Mutter damit. Lindbergh baut 1970 das Haus in Utting und sorgt für die Ausbildung der Kinder. Doch das Familiengeheimnis wiegt schwer. Auf Fragen gibt es keine Antworten. Die Mutter schweigt beharrlich. Brigitte fühlt sich an ihr Gelübde gebunden, selbst als der Wunsch der Tochter immer drängender wird, die wahre Identität des Vaters zu erfahren. Ich bat sie, mir zu sagen, wie er wirklich heißt. Ich sagte ihr, ich habe überall gesucht. Ich weiß, Károly Kent kann er nicht heißen. Es war ein Schriftsteller. Er hat Englisch gesprochen. Und du musst mir jetzt, wo ich volljährig bin, die Wahrheit sagen, denn ich bin erwachsen. Und sie sagte niemals. Und ich sagte ihr, dann gehe ich. Astrid macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, nach seiner wahren Identität. Lange Jahre hat sie alle möglichen Spuren verfolgt, vergeblich. Sie ist längst verheiratet, hat selbst 4 Kinder. Eines Tages dann die Überraschung. In einem Buch entdeckt sie 1984 zufällig das ihr vertraute Gesicht vom Vater. Wir können heute nicht. Und das war einer der schönsten Momente meines Lebens, war auf ein Foto von ihm zu stoßen, aus der Zeit, in der ich ihn gelebt hatte. Und als ich dieses Bild ansah, war er, wie ich ihn gesehen habe. Irgendwann mal nahm ich dann das Telefon, rief sie an und sagte ihr, du, ich komme jetzt nach Utting mit dem Zug und mein Vater ist Charles Lindbergh.
Und sie antwortete gar nicht. Also wir sprachen erst davor so ganz gemütlich und auf einmal sage ich ihr, jetzt komme ich nach Utting. Ich habe ein Buch, da ist Charles Lindbergh drin und mein Vater ist Charles Lindbergh. Und dann sagt sie gar nichts, überhaupt nichts, ist eine Minute Stillschweigen am Telefon. Für viele ist die Wahrheit ein Schock. Auch für Lindberghs renommierten amerikanischen Biografen, den Astrid kontaktiert. Meine allererste Reaktion war, das passt nicht zu Ihnen. And we had arranged to meet in a hotel in Paris. Und ich erinnere mich, als ich in das Hotel komme und zu dem verabredeten Treffpunkt gehe, dass ich eine Frau auf mich zukommen und ich bin überwältigt und ich denke, oh mein Gott, das ist eine Lindbergh. Astrid erzählt einem Journalisten von ihrer unglaublichen Geschichte. Es ging ihr, glaube ich, zunächst gar nicht so sehr um Lindbergh, sondern es ging ihr zunächst um sich selber. Und Lindbergh war für sie das Medium, auch zu sich selbst wiederzufinden. Sie sagte, lesen Sie diese Briefe, gucken Sie sich diese Briefe an. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das, was in diesen Briefen steht, meinem Vater schadet, sie sprach immer nur von ihrem Vater, wenn das, was in diesen Briefen steht, meinem Vater schadet, dann werde ich sie wieder einpacken, dann werde ich sie wieder in die Schublade tun und dann werden wir alles vergessen. Die Kollegen in München haben dann Gutachten eingeholt, anhand eines Briefes, den wir leihweise zur Verfügung hatten. Und ein Schriftsachverständiger kam zu dem Schluss, dass dieses Dokument, was wir hatten, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit echt sei. Ein Gentest beweist, der Verfasser der Briefe, Charles Lindbergh, ist tatsächlich der Vater der Hessheimer Kinder. Eine Sensation. Doch die Briefe vom Dachboden enthüllen ein weiteres Geheimnis. Brigitte Hessheimer war nicht die einzige Geliebte in Deutschland. Lindbergh kommt nach Europa in der Nachkriegszeit, sucht eine Privatsekretärin. Inseriert in der Süddeutschen Zeitung, suche Privatsekretärin unter irgendeinem verschlüsselten Code, auf die sich Valeska meldet. Sie verlieben sich und leben gemeinsam. Diese Privatsekretärin wurde dann seine erste Geliebte. Valeska, eine junge Adelige. Mit ihr beginnt 1954 Lindberghs Doppelleben. Er reist inkognito durch Europa, hat eine Wohnung in Rom, ist Berater der amerikanischen Regierung und einer Fluggesellschaft. Durch Valeska lernt Lindbergh Brigitte Hessheimer kennen und deren Schwester Marietta. Meine Mutter und auch meine Tante sind einfach junge Frauen, die ihr Leben genießen. Jedenfalls muss Valeska ihn damals mitgebracht haben, so als Gast. Und in dieser Zeit verlieben sich die beiden Schwestern auch in Charles Lindbergh. Für ihn war das okay, für die Schwestern bestimmt nicht. Für die Schwestern unmöglich. Ich weiß, dass meine Mutter sagte, sie hatte große Schwierigkeiten damit. Aber sie hat ihn akzeptiert, wie er war. Und für sie war er so einmalig, dass sie es wirklich akzeptiert hat. Ein kompliziertes Beziehungsgeflecht, das Lindbergh jahrzehntelang aufrechterhält. 17 Jahre bleibt Bittusch seine Geliebte, trotz Eifersucht und zwischenzeitlicher Trennung. Ihre Freundschaft zu Valeska zerbricht an Lindbergh. Valeska war der Punkt, warum sie eigentlich mit mir darüber nicht reden wollte. Kein anderer. Das war etwas, was sie nicht wachrufen wollte, was sie sozusagen für sich behalten wollte. Bis zu seinem Tod 1974 unterhält Lindbergh seine Liebschaft mit Valeska und Bittusch und deren Schwester Marietta. Alle verpflichtet er zur Diskretion. Erst auf dem Sterbebett löst sich Brigitte Hessheimer von ihrem Schweigegelübde.
So extrem kann es nur geschehen, dass man so sehr zu schweigen hat, wenn der Vater etwas so absolut Tolles ist. Sowas einmalig, eindeutig Klares wie Charles Lindbergh. Der perfekte Vater, der perfekte Ehemann, der perfekte Nationalheld, der kann sowas nicht machen. Lindbergh 1955 mit seiner Frau Anne zu Besuch in Bayern. Seit 25 Jahren verheiratet, führen sie eine vorbildliche Ehe in Amerika. Zum ersten Mal in ihrem Leben reist Astrid Bouteuil in die USA, auf den Spuren des bewunderten Vaters. Noch zu seinen Lebzeiten vermachte er Briefe und Dokumente an Universitäten und Museen im ganzen Land. Nun will die Tochter forschen, ob sich irgendwo im offiziellen Leben des Charles Lindbergh ein Hinweis auf sie und ihre Brüder finden lässt. Ein Thema, das sich durch die 20er Jahre zieht, ist, wie wild und ungezügelt die amerikanische Jugend damals war. Der Flug Lindberghs fand zu einem Zeitpunkt statt, als Amerika einen jugendlichen Helden brauchte. Da kommt ein unglaublich gut aussehender, bescheidener, scheinbar einfacher Junge aus dem Mittleren Westen. Einer, der den Geist von amerikanischem Abenteuer und Individualismus verkörpert. Einer, auf den Amerika all seine Hoffnungen richten kann und zugleich all seine Erwartungen in die Jugend und die Zukunft. Little Falls, Minnesota. Hier verbrachte Charles Lindbergh seine ersten Jahre. Seine Vorfahren waren aus Schweden eingewandert und ließen sich im rauen Klima des Mittleren Westens nieder. Lindberghs Vater war unehelich geboren, zur damaligen Zeit ein moralischer Makel, den Lindbergh lange zu verbergen suchte. Das Leben in der Fremde war hart, geprägt von Strenge und Einsamkeit. Ein Überlebenskampf, der Pioniergeist und Abenteurertum förderte. Little Falls in Minnesota war wirklich eine Wildnis. Und sie haben nicht einmal in Little Falls gelebt, sondern jenseits des großen Mississippi auf einer Farm, isoliert. Und er war weit und breit das einzige Kind. Lindberghs Vater ist erfolgreicher Anwalt und Kongressabgeordneter in Washington. Die Mutter Lehrerin. Er wuchs aber zugleich in einem Zuhause voller Konflikte auf. Seine Eltern trennten sich, als er 3 Jahre alt war. Charles Junior lebt nach der Trennung allein mit der Mutter, hat Sehnsucht nach seinem Vater. Ein Kind einsam und ohne Freunde. Die Mutter Evangeline, eine zutiefst unglückliche Frau, wird psychisch krank. Charles' Mutter würde heute vermutlich medizinisch behandelt werden. Als Charles Lindbergh ein kleiner Junge war und seine Mutter ihn abends zu Bett brachte, gaben sie sich die Hand. Sie hat ihr Kind nie geküsst. Darien, Connecticut, der offizielle Wohnsitz Lindberghs. Hier lebt er seit 1946 mit seiner Ehefrau Anne Morrow und ihren 5 gemeinsamen Kindern. Anne ist Schriftstellerin. In ihrem Tagebuch preist sie ihre Ehe und die Treue ihres Gatten. Skandale gibt es nicht. Reichtum und Ruhm scheinen das Leben perfekt zu machen. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts tritt Anne Morrow aus dem Schatten ihres berühmten Mannes. Ihre Bücher werden Bestseller. Als Ikone einer neuen Frauengeneration wird sie gefeiert. Schließlich gewinnt sie den begehrten Pulitzerpreis. Sie reist gerne und sieht viel von der Welt, begleitet ihren Mann als Co-Pilotin. Die beiden scheinen die perfekte Einheit zu bilden.
Anne Morrow Lindbergh war die erste Frau, mit der Charles Lindbergh eine Liebesbeziehung hatte. Die erste Frau, die er geküsst hat. Die erste in seinem Leben, mit der er jemals ausgegangen ist. Als Charles Lindbergh die gebildete und vermögende Diplomatentochter Weihnachten 1927 kennenlernt, ist er bereits der umjubelte Held und ein begehrter Junggeselle. Von nun an steht Anne unter seinem Schutz. Als er vom Herzleiden ihrer Schwester erfährt, sucht er persönlich nach einem Arzt. Im New York der 30er Jahre trifft Lindbergh einen berühmten Mediziner. Dieser Mann wird seinem Leben eine neue Richtung geben. Eine umstrittene Persönlichkeit ist dieser Alexis Carrel, Träger des Nobelpreises, aber offenkundig ein Rassist. Carrel spricht von Rassenhygiene und Euthanasie. Lindbergh sagte später, dass Carrel wahrscheinlich die Person war, die ihn in seinem Leben am meisten beeinflusst hat. Gemeinsam entwickeln Lindbergh und Carrel eine medizinische Pumpe, die als künstliches Herz bekannt wird. Bald teilt Lindbergh auch Carrels rassistisches Gedankengut, sympathisiert offen mit dessen pseudowissenschaftlicher Erbgesundheitslehre. Carrel wird 1936 wegen seiner rassistischen Hetze aus dem Rockefeller-Institut entlassen. In diesen Jahren scheint das private Glück Lindberghs ungetrübt. Als er mit seiner Frau Anne Morrow von einer ihrer vielen Reisen zurückkommt, ist sie schwanger. Sie bekommen einen Jungen, Charles Jr., ihr erstes Kind. Die Familie meidet die Öffentlichkeit mehr und mehr. Doch ein entsetzliches Verbrechen an ihrem Sohn rückt sie in den Mittelpunkt der Schlagzeilen. Das ist ein Film, den Colonel Lindbergh zur Verfügung gestellt hat, damit die Bevölkerung die Möglichkeit hat, das Kind zu erkennen. Das ist der Tatort. Hier hat die Entführung stattgefunden. Über diese Leiter ist einer der Entführer in das Haus eingedrungen und nur wenige Augenblicke später auf dem gleichen Weg mit seinem Opfer entkommen. Diese Leiter ist der einzige Beweis, den das FBI hat, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Leiche des kleinen Charles wird Wochen später in unmittelbarer Nähe des Hauses gefunden. Als das Baby verschwunden war und sie nicht wussten, ob ihr Kind noch lebt, natürlich war Anne Morrow Lindbergh da vollkommen verzweifelt und wollte weinen, aber sie durfte nicht weinen. Nicht in seiner Anwesenheit. Es dauert 2 Jahre, bis das FBI 1934 einen Tatverdächtigen festnehmen kann. Es ist ein deutscher Einwanderer. Bruno Richard Hauptmann, ein Zimmermann aus der Bronx, der in seiner Garage $14.000 versteckt hatte. Über Nacht ist er jetzt Hauptverdächtiger in dem sensationellen Entführungsfall Lindbergh geworden. Die Geldscheine waren versteckt, genauso Holz. Identisch mit dem Holz, aus dem die Leiter gemacht war. Auch die Schrift auf den Erpresserbriefen beweist eindeutig, dass Hauptmann schuldig ist. Astrid Bouteuil besucht das Gerichtsgebäude, in dem Hauptmann zum Tode verurteilt wurde. Zum ersten Mal ist sie mit dem Drama um ihren Halbbruder konfrontiert, erfährt vom Hass ihres Vaters auf die sensationslüsterne Presse, die er indirekt für das Verbrechen an seinem Sohn verantwortlich macht. In all diesen Menschen, die diesen Charles Lindbergh empfunden und geliebt haben, merkt man, da hat etwas immens wehgetan. Die Stanford-Universität in Kalifornien. Astrid sucht nach Dokumenten zur Geschichte des Vaters. Nach dem Tod des Sohnes zog er 1936 mit Anne Morrow für einige Zeit nach England. Der Fliegerheld sympathisiert mit Nazi-Deutschland. Die Tochter will wissen, warum. Sie lässt sich Briefe zeigen, die ihr Vater an Truman Smith schrieb, den amerikanischen Militärattaché in Berlin. Dieser pflegte seit Anfang der 30er Jahre freundschaftliche Kontakte zu NS-Größen. Smith lädt Lindbergh nach Deutschland ein. Dieser kommt gerne und oft, ist beeindruckt von Ordnung und Disziplin, beschwört den neuen Geist, den er in Deutschland zu spüren glaubt. Die Bewunderung ist beidseitig.
Das Regime erkannte sofort, hier ist ein Superstar. Er ist Amerikaner. Und wenn er etwas Positives sagt, dann ist das ein Riesenplus für uns. Stolz präsentieren die Nazis dem amerikanischen Fliegerhelden ihre hochgerüstete Luftwaffe. Lindbergh berichtet an die US-Regierung. Deutschland sei im Falle eines Krieges unbesiegbar, erklärt er, und rät zu einem Bündnis mit Berlin, um gemeinsam gegen den Kommunismus zu kämpfen. Hermann Göring verleiht Lindbergh den Nazi-Orden Deutscher Adler im Auftrag Hitlers. Den Orden hat Lindbergh nie zurückgegeben. Selbst wenn es so wäre, dass er Sympathien gehabt hätte für das deutsche Regime, dann wäre es so gewesen. Wir können es nicht ändern. Wir haben es nicht verursacht. Es wäre sein Denken gewesen. ...1938 plant Lindbergh mit seiner Familie nach Berlin zu ziehen. Amerikas Botschafter aber rät Lindbergh, in die USA zurückzugehen. Nach den gewaltsamen Übergriffen auf Juden in der Pogromnacht sei die politische Lage unberechenbar. Knapp ein Jahr später bricht in Europa der Krieg aus. Amerika diskutiert über einen Kriegseintritt. Aus Angst vor einem Krieg hat sich in Amerika eine neue Bewegung formiert. America First ist ihr Slogan. Amerikas Interessen sind das Wichtigste. Lindbergh steht an der Spitze, lehnt einen Kriegseintritt der USA vehement ab und ist ihr wichtigster Sprecher. Kein Zweifel, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen, um die weiße Rasse gegen Krieg und Invasion zu verteidigen. Wir dürfen uns jedoch nicht aus Gefühl, aus Mitleid und aus Sympathien von undurchsichtigen Mächten missbrauchen lassen. Dann sagte er Dinge, mit denen er Menschen sehr verletzte. Frankreich wurde besiegt und trotz anderslautender Propaganda und Verwirrspielen während der vergangenen Monate ist es jetzt offenkundig, dass England den Krieg verlieren wird. Ehrlich gesagt, wenn die Vereinigten Staaten nicht eingegriffen hätten, wäre England jetzt ein Teil von Bayern. September 1941. In einer Rede beschuldigt Lindbergh die Regierung Roosevelt, die Briten und die Juden, Amerika in den Krieg zu treiben. Lindbergh gilt jetzt als Antisemit und Nazi-Sympathisant. Im Dezember 1941, nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor, tritt Amerika in den Krieg ein. Hätte er sich aus der Politik herausgehalten, wäre er wahrscheinlich als Held Nummer 1 in die Geschichte des Landes eingegangen. Dann hieße es heute Washington, Lincoln, Lindbergh. Lindberghs Heldenmythos ist zunächst dahin. Der amerikanische Präsident verweigert ihm die Rückkehr in die Armee. Er meldet sich als Zivilist an die Front und fliegt wieder. Im Pazifik bildet er Bomberpiloten aus, kämpft freiwillig in Fernost. Lindberghs Wissen und Erfahrung sind wieder gefragt. Hitlers Regime ist zusammengebrochen. Kurz darauf reist Lindbergh wieder nach Deutschland, im Auftrag der amerikanischen Regierung. Er soll deutsche Raketen- und Luftfahrtspezialisten anwerben. Viele Jahre kommt er immer wieder hierher, offiziell als Direktor der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am, inoffiziell im Auftrag der US-Regierung. Ann Morrow und seine ehelichen Kinder bleiben in den USA. Viel Zeit verbringt Lindbergh in den 50er Jahren in einer bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung im Hinterhaus der Agnesstraße 44 im Münchner Stadtteil Schwabing. Hier lebt Brigitte Hessheimer. Dirk, der Erstgeborene seiner deutschen Kinder, wächst hier auf.
Ist er nicht ein wunderbares Baby, schreibt Lindbergh, der das Pseudonym Karoy Kent benutzt, nachdem Bittusch ihm die ersten Fotos geschickt hat. Wenn er kam, ging das meistens relativ diskret vonstatten. Wenn er da war, war es eigentlich, es hatten wir auch keine Kinder, Darts zum Spielen. Ich meine, hin und wieder ist, glaube ich, ein Freund aus der Nachbarschaft oder so gekommen, aber das war eigentlich die Ausnahme. Er war eine Woche da und dann wieder ein paar Monate nicht vorhanden. Ich meine, er kam ja so im Schnitt 3 bis 4 Mal im Jahr, manchmal auch häufiger. Aber ich kann da durchaus verstehen, dass die Eltern da die Zeit für sich haben wollten. Auch die Bekannten, Verwandten wussten, jetzt ist er da, jetzt möchte die Mutter mit ihm zusammen sein. Sie möchte ihre Ruhe haben. Das war dadurch, dass er eben so wenig da war, für alle wiederum ganz was Selbstverständliches. Ich glaube, wir sind nur eine Stunde weit weggefahren, aber das war für uns wie eine Weltreise, weil er war dabei. Das, was wir dann erlebt haben, war Steine aufsammeln. Wenig sind wir mit einer sozialen Welt in Kontakt getreten, das heißt mit Menschen. Es wurden alle Freunde aus dem Elternhaus, solange der Vater da war, herausgetan. Nie kamen welche, wenn der Vater da war. Viele waren da, wenn der Vater nicht da war. Wenn Vater reinkam, strahlen, alles war okay. Den traurigen Gesichtsausdruck haben wir nie erleben dürfen. Dazu war er ganz einfach nicht lang genug da. Irgendwann ist er dann mit der Mutter das Haushaltsbuch durchgegangen. Das war auch sowas, wenn er im Anmarsch war, dann wurde der Schuhkarton geholt, das Haushaltsbuch auf letzten Stand gebracht. Also das war etwas, was die Mutter, glaube ich, gehasst hat. Wobei das nicht war, glaube ich, dass er irgendwie jede Ausgabe diskutieren oder kontrollieren wollte. Er wollte halt, was jetzt, wenn man das Gesamtbild sieht, glaube ich, eher das Budget planen, wie viel er bereitstellen muss. Planen muss Lindbergh, denn er hat 3 Familien in Europa zu versorgen und eine in Amerika. Die Familien in Europa stattet er mit Häusern und Aktienpaketen aus. Ein Held mit vielen Gesichtern war der Vater, der nichts zurücknimmt, sich nicht entschuldigt, Regeln aufstellt und eigene Fehler nicht eingesteht. Ein Held, der auch privat seine Freiheiten auslebt. 7 Kinder mit 3 Frauen in Europa. Lindbergh, der große Fliegerheld, angeblich treue Ehemann und vorbildliche Vater in Amerika. 5 legale Kinder dort, 7 heimliche hier. Astrid trifft John Nance, einen Fotografen, einen der letzten Wegbegleiter von Charles Lindbergh. Die beiden waren sich Anfang der 70er Jahre auf den Philippinen begegnet, wo Nance auf dem Weg zu einem Naturvolk namens Tazaday war. Er kam und war sehr interessiert. Wir waren auf dem Weg zu den Tazadays. Sie lebten mitten in den Wäldern. Als wir das erste Mal in den Wald kamen, kannten wir den Weg nicht und suchten. Lindbergh war damals an die 70 Jahre alt. Er sprang aus dem Helikopter und folgte uns. Er war außer Atem vor Anstrengung. Seine Kleidung war völlig verschwitzt.
Und er sagte, das war fantastisch. Das war wie durch eine Zauberbrille sehen. Erst bist du im Zeitalter der Weltraumtechnik in einem modernen Helikopter und einen Augenblick später landest du und bist zurück in der Steinzeit. Keiner wusste etwas von Lindbergs Geheimnis. Nicht die eigene Familie, nicht einmal die engsten Freunde. Und nicht die Biografen, die Lindbergs Nachlass studiert haben. Der Vater an sich, solange er da war, genügte. Der Vater an sich, als er gestorben war, war ein Loch. Im Grunde genommen, ja, fehlt der Vater schon. Es ist wie, eine Waage, die nicht im Gleichgewicht steht. Wenn Lindberg jetzt nicht gelogen hätte, was hätte uns Kindern, als auch den Kindern von Anne-Marie Lindberg und Charles Lindberg, das gebracht? Viel Presse, viel Skandal, Helden sind erfunden, die gibt es nicht. Im Herbst 1973 hören die Besuche des Vaters auf, der nur Englisch sprach, mit den Ohren wackeln konnte und Zauberkünste vollführte. Ein letzter Brief an Bittusch. Ein paar Tage später hat sie uns dann diesen letzten Brief gezeigt und der eben sagt, also dass er fühlt, wie die Kräfte schwinden und wie endet er? All I can send love to the children. Charles Lindbergh. Selten klafften Schein und Wirklichkeit so auseinander. Ich komme von Sternen. Ich bin ein Stern, schrieb Lindbergh zuletzt. Er starb am 26. August 1974 auf Hawaii.